Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht heute ein XXXXXXL Unboxing. Ja, Karat-Art hat doch jetzt noch Knallerboxen da gehabt. Und da gab es drei verschiedene, alles durcheinander. Tiere, das ist ja nicht so mein Ding, und Landschaften. Und ich habe mir die Knallerbox für die Landschaften ausgesucht. Ich muss das Paket echt nach unten räumen, sonst ich kann es nicht mal hier oben auf dem Schreibtisch lassen. So, ihr werdet jetzt also 10 Bilder sehen. Das sind Standardbilder. So eine Riesenkiste. Das sind eigentlich ja, die Standardbilder, die sie wahrscheinlich noch nicht losgeworden sind, die gab es jetzt. Na, ich hole erstmal ein paar raus. Sonst schaffe ich es überhaupt nicht. Hier. So. Ja, im Grunde genommen zahlst du 9 Euro für ein Bild und da habe ich gesagt, na, das kriegst du nie wieder. Und erst recht nicht von Karatart. Ich würde mal sagen, wir fangen an. Wie gesagt, ich habe mir die Landschaftsbilder ausgesucht, weil das eigentlich ziemlich neutral ist. Bei den anderen weiß ich immer nicht, was dann drin ist. Und jede Box hat hier bei Karatart noch eine extra Folie drüber und wir beginnen mal mit dem Auspacken. Oh Gott. Also, dann lassen wir uns mal überraschen, was es heute für Bilder gibt und vor allen Dingen, wie die Steine sind. Das ist ja das, was mich jetzt auch noch interessiert. Ich muss nur mal Platz machen hier, sonst kann ich das Bild gar nicht rausholen. So, hier haben wir schon mal die Steine abgepackt, wie bei DAC. Wir haben hier unser Toolkit. Die gibt es aber nur noch bei den Standardbildern. Bei Künstlerbildern muss man sich das Toolkit dazu bestellen. Ich hatte ja letztens erst drei solche wunderschönen, sagt mal, Schmetterlinge geholt. So, wir haben, das zeige ich aber jetzt nur einmal, weil dicke, sind das dicke? Da muss ich nochmal vergleichen. Mehrfachaufsetzer. Wir haben eine Pinzette. Ich staune, das ist ein rundes Bild. Oh, die Pinzette ist echt gut. Das ist ein rundes Bild und da gibt es eine Pinzette dazu. Na, da bin ich ja gespannt. Da kann ich bald einen Handel aufmachen. Wir haben so ein weißes Schiffchen, einen blauen Squishy für den Stift und blaues Wartharz. Nee, Max. Ich verwechsel das jedes Mal. So, dann schauen wir uns mal das Bild an. Das Bild ist ich gucke gerade, wo das steht, wie groß das Bild ist. Hier ist es zu sehen. Das ist praktisch so ein Wald, wo gerade die Sonne durchkommt. Und hat 30 Farben und keinen AB-Stein. Na, hier ist rechts und links ist hier die Legende. Wir haben. Na, sag mal, Flüssigkleber. Na, bin ja gespannt, ob das oft dann so wirklich so rauskommt. 40 mal 70 ist das Bild. Und runde Steine hat das Bild. Die brauche ich jetzt nicht auspacken, weil bei 10 Bildern wird man überhaupt nicht fertig.
Aber wir haben viel Grün, Braun, Grün, bisschen Schwarz, Weiß mit dabei. Das ist das erste Bild. Ich werde mal die Steine gleich wieder mit reinlegen. Da bin ich gespannt, wirklich, ob es rauskommt. Ich muss das wieder in die Kiste reinräumen, sonst. Zack. Nummer 1. Das nächste Landschaftsbild sieht aus, als ob es ein ganz kleines Bild nur ist. Der Karton ist ja nicht sehr groß. Wieder eingepackt. Ach, herrlich. Einfach nur herrlich. Ich habe schon mal geluschert. Kennt ihr auch das Wort geluschert? Ja, bei Karatart ist ja wirklich. Also da mache ich bestimmt nächstes Jahr Karatart Challenge. Denn ich habe noch im Lager einige Bilder. So rum. So. Man kann es wieder nicht erkennen. Also hier ist wieder die Tüte mit dabei. Die packe ich jetzt nicht aus. Die packe ich gleich so weg. Das Bild ist 30 mal 50. Und ja, hat man vorhin die Frühsonne ist, das ist die untergehende Sonne als Landschaftsbild. Hat 28 Farben. Flüssigkleber. Und oh, es hat eine ganze Menge 310. Wir gucken gleich nochmal. Ist ein bisschen, die Farben sind ein bisschen bedeckt hier mit Braun und so Ockertöne, ein bisschen Rot, bisschen Orange, ein bisschen Gelb. Dann müssen wir gleich mal gucken, warum wir 310. Und es sind, ich will mal gucken, eckige Steine. Ach, die Bäume hier. Die Bäume. Ja. Hier unten alles. Ach, hier unten sind auch noch Pferdchen. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist alles. Weiß nicht, ob ihr das seht. Ganz unten. Gut. Das zweite Bild. Ist aber eine ordentliche Größe, muss ich sagen. Da sitzt man nicht im Jahr dran. Wir schauen weiter. Wahnsinn. Das ist mal eine richtig schöne. Ein richtig schönes Unboxing. Wo ich die Bilder hinmache, weiß ich auch noch nicht. Ich muss im Schlafzimmer. Das ist mal wieder im Schlafzimmer meinen Schrank fertig machen. Also aufräumen. Oh, das Bild habe ich schon. Das ist nämlich der, da wollte ich mitmachen und ja, das Bild habe ich schon mal ein Unboxing gemacht. Das packe ich jetzt nicht aus. Das werde ich dann wahrscheinlich verkaufen. Also wer es haben möchte, kann da gerne zuschlagen. Ja, das passiert eben bei solchen. Ne? Oh! Oh. Ist auch ein wunderschönes Bild. Da hatte ich auch schon öfters mal geguckt. Und vor allen Dingen, das sind Größen, die sind echt machbar. Ne? Aber erst sind meine Schmetterlinge dran. Also das. Aber ehrlich, für 9 Euro. Ne. Da braucht man nicht überlegen. Pro Bild. Es gibt noch welche, jedenfalls da, wo ich bestellt habe. Es kam wieder mal super schnell an. Innerhalb von 2 Tagen. So. Wir haben hier wieder das Toolkit. Und mir wird ganz warm. Mir wird ganz warm. Ja, ich glaube, man kann es auch erkennen. Wartet mal, ich muss mal schnell andersrum drehen und mal ein bisschen aufrollen.
weil es schaut sich da nicht so gut an. So. Könnt ihr das erkennen, was? Ach ja, also übers Handy sieht es immer klasse aus. Oh. Das wird eine Pusteblume. Hat 25 Farben. Und ist 40x40. Das ist ja eine schöne Größe. Also das sieht, es ist immer wieder erstaunlich, wie das durch die Kamera aussieht. Hier unten haben wir ziemlich dunkel. Wir haben hier eckige Steine. Schwarz-rot. Lila, blau, dunkellila. Ja. Ist super schön. Also wirklich gefällt mir. Und das sind machbare Diamond Painting Bilder. Ja, dann kann ich das ja wieder einpacken, ne? Also eine Pusteblume. Ich glaube, ich habe sogar die Pusteblume noch da zum Malen nach Zahlen, möchte ich sagen. Ach, das ist auch so ein Thema, das möchte ich auch noch beginnen. Aber ich habe leider nur zwei Tische hier in meinem Arbeits- und Bastelzimmer. Und die sind zurzeit belegt. Belegt, belegt, belegt. So, jetzt gehen wir zum 1, 2, 3, 4, zum fünften Bild. Mal ein bisschen luschern. Aha. Mal gucken. Ich werde mal nächstes Jahr zum Ende des Jahres mal meine Karat Art Bilder zeigen, die ich alle gesammelt habe. Ich habe nämlich früher auch schon bestellt, ganz, ganz, ganz früher. Ach so, bei den anderen waren auch keine Abbiesteine dabei. So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir hier drin? Versuch mal. Geht gar nicht auf. Willst du nicht rauskommen? Doch, du musst jetzt rauskommen. Das ist ein größeres Bild. Sehe ich schon an der Verpackung. Mal gucken, ob ihr es erkennen könnt, was es wird. Oh ja, wir haben hier schon ein bisschen mehr Steine drin. Also nicht mehr Steine, sondern mehr Steine. Mit einem E. Und jetzt gucken wir uns das Bild an. Oh, das ist ein längliches Bild. Ich drehe mal ganz schnell um. Ja, es kam heute ein Riesenpäckchen. Der arme Postmann immer. So. Ach, es ist doch hier nicht schön mit der Lampe. Ich habe gedacht, ich krieg das endlich mal hier raus. So. Ja, das kann man schon erkennen. Das ist ein Bootsteg. 24 Farben und das ist das Bild. Farben ist ja nicht so viel, aber es ist ja eins von diesen Standardbildern. So, die Steine, blau, grau, rot. Dunkellila. Ja, achteckig. Es ist ein eckiges Bild. Und ist 60 mal 40. Ah, das sieht so schön aus in der Kamera. Ich kann es gar nicht fassen. Ein schönes Herbstbild.
Weg damit, weg damit. Ja. Und es geht weiter aus der Riesenkiste. Haben wir hier das nächste Bild. Oh ja. Das ist ja auch ein schönes Bild. Ich sag's euch. Da hat die auch schon öfters mal geguckt. Aber wenn jetzt keine AB-Steine drin sind, dann suche ich mir eigentlich immer welche aus meinem Vorrat vor raus. Und da habe ich überhaupt gar keine Probleme, da AB-Steine mit reinzusetzen. Dann wird das auch mal alle. Die liegen ja auch bloß in meinem Vorrat. Und so. Das nächste Bild. Guckt mal hier wieder. Die lasse ich gleich so drinne. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir erkennen. Ja, dieses schöne Glas hier. Das Bild ist 40x40. Und hat 20 Farben nur. Das ist auch mal ein schönes Bild zum Verschenken. Ja, wenn, dann verschenke ich die Bilder oder mache die dann in meine Mappe rein. Also, gelb, braun, orange, kein AB-Stein. Aber wenn ich das jetzt hier so sehe, das sieht so schön aus. Hier, auf alle Fälle, das gelbe ist die 307. Auf alle Fälle wird die 307 AB-Stein. Hundertprozentig. Ja. Das Glas. So würde ich das Bild benennen. Das Glas. So, wir sind noch nicht fertig. Nicht einschlafen. Bemühe mich auch ganz langsam zu machen und nicht hier durchzujagen. Das nächste. Da bin ich echt zufrieden, dass ich gesagt habe, ich nehme die Landschaft. Da weiß man, was man hat. Ich glaube, bis zum 31.01. gibt es die Knallerboxen. Ja, das sind jetzt erstmal die letzten Bilder. Es kommen keine Bilder mehr. Jedenfalls nicht im Januar. Ich muss erstmal meinen Kaffee trinken hier. Ich habe mein Pullover ausgezogen. Das war ja so warm hier. So, das wird auch ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Birken. Ich liebe Birken. So. Wieder das Toolkit. Das gucken wir uns näher an. Das ist wirklich. Ich habe früher auch mal gerne Birken gemalt, wegen diesen weiß-schwarzen Stämmen. So. Jetzt gucke ich mal mit euch. Oh ja. Oh ja. Ein super schönes Bild. Guckt euch das mal an. Ist schön saftig. Ein schönes Sommerbild. Das sehen wir hier auch an den Farben. Und zwar haben wir hier 32 Farben. Ja, ich muss ja erst das andere mal wegpinseln.
pinseln, damit ich wieder Platz habe für meine neuen Farben. Also hier ist alles dabei, alle Grünsorten. Tja, was würde ich jetzt hier als AB-Stein nehmen? Ist schwer zu sagen. Ich weiß bloß noch nicht, was das hier ist. Das sieht aus wie ein Schiff hier, wie so ein Boot. Bootsteg. Mal gucken, ob ich das auf dem anderen Bild auch sehe. Ja, ja, es ist so eine Art Bootsteg. Hier habe ich es nochmal. Das ist ein schönes Bild. Da freue ich mich. Also ich kann wirklich sagen, bis jetzt, außer das eine Doppelte, was ich ja schon habe, ist das wirklich, sind das wirklich schöne Bilder, die mir gut gefallen. Ganz ehrlich. Und ihr wisst ja, Karat Art hat ja eine gute Qualität. So. Und vor allen Dingen, die Steine sind ordentlich, nicht so wie bei meinem Bild von Diamond Painting mit Herz, wo alle Sorten von Tüten drin sind. Ich bin immer noch dabei, für die 180 Farben das in Döschen zu machen. Naja, dann lassen wir uns mal überraschen. Ist wirklich alles dabei, ne? Also schön wäre, wenn noch ein Winterbild mit dabei wäre. Na, mal gucken, ob noch eins kommt. Ich habe ja vorher nicht geluschert. Sieht wieder aus nach Herbstbilder. Das ist auch wieder so ein Herbstbild mit Sonnenschein. Es sieht wieder traumhaft aus auf dem Bild. So, dann gucken wir mal nach den Steinen. Runde Steinchen. Also mir ist es ja sowieso egal, ob rund oder eckig. Aber es sind keine Hartsteinchen, sehe ich gerade hier. Ja. Müssen wir dann mal gucken, was wir jetzt hier noch so ein bisschen einsetzen können. Mit AB-Stein. Aber da mache ich mit euch dann nochmal extra, wenn ich jetzt hier dieses Bild anfangen werde. Da können wir nochmal gemeinsam gucken. Ich sehe schon hier die 5. Die 5 ist 700. Nee, sorry. 5. 8. Ach, die 38. Ja, die 38,65. Und so hatte ich die Größe schon an. Nee. 40 mal 70. 40 mal 70. Oh, wenn ihr wisst, wie das hier aussieht. So, jetzt haben wir die letzten beiden Bilder. Die letzten beiden Bilder. Ja, es wäre eben schön, wenn noch ein Winterbild mit dabei wäre, ne? Winterlandschaft. Oh, das muss ich danach erstmal alles wegräumen. So, ich gucke rein. Manchmal geht es von der Seite auf und manchmal von der. So. Tja, also wenn nochmal so eine Angebote kommen von guten, sehr guten Firmen, da nutze ich das natürlich. Für 9 Euro. Na hallo. So. 28 Farben. Das ist so ein Bild mit einem Mond
Und was ist das für eine Landschaft? Naja, ist ein bisschen schlecht zu erkennen, würde ich mal sagen. Wir gucken uns das noch mal auf der großen der Kiste an. Ja, ist so von oben fotografiert, ne? In die Landschaft rein. Ja, ist jetzt nicht mein Favorit. Wenn das so muschi-puschi aussieht, 50 mal 40, 28 Farben. Und wir haben hier ganz viele Blautöne dabei. Grün, lila, 939, 823. Bisschen Baby, Babyrot, Babyrosa. 28 Bilder, Farben. Na, es wird so ein bisschen muschelig aussehen, ne? Naja, vielleicht verkaufe ich es auch. Karatart ist ja eine super Firma. Und jetzt Trommelwirbel. Das letzte Bild. Da bin ich ja echt froh, dass ich diesmal Glück habe mit so einer Überraschungsbox. Aha. Ja, wo ich die alle hinstelle, weiß ich auch noch nicht. Hinlege. Aber es ist echt schade, dass dieses Bild hier mit dem Strand, dass ich das schon habe. Aber ich bin echt begeistert, muss ich euch wirklich sagen. Ich habe richtig schöne Bilder dabei. Und irgendwann zeige ich euch ja, welche Bilder ich mir ausgesucht habe, die ich painten werde. Und wieder 10 solche Boxen. Ja, das ist ganz klein und niedlich. 40 mal 30. Das ist aber ein wunderschönes Bild. Guckt mal. Am Strand. Mit einer riesengroßen Welle. Wie gesagt, also das sieht immer richtig toll aus. Hinter der Kamera. So, wir haben hier 38 Farben. Dann doch ganz schön viel, muss ich sagen. Kein AB-Stein. 40 mal 30. Und wir haben hier wieder ganz viele Farben. Naja, braun, bisschen dunkler. Oh ja, hier seht ihr das schön. Also das Bild werde ich auf alle Fälle painten. Dann ist es 30 mal 30. Ja, ich hatte mir dann wirklich überlegt, hier ist die schöne Welle. Die sieht man hier gar nicht so doll. Ich hatte mir wirklich überlegt, dass ich einige Bilder verschenken werde. Gleich schön einrahmen. Und dann habe ich genügend Weihnachtsbilder. Ich werde im nächsten Jahr wirklich mal eine Karat-Art-Show machen. Und dann werde ich euch mal alle Bilder zeigen, die ich von Karat-Art habe. Und ja. Hier ist das Bild nochmal zu sehen. Und dann werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr die Karat-Art-Bilder abarbeiten. So. Ja, ich freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt bis zum Schluss. Ich bin echt zufrieden, muss ich wirklich sagen. Ich bin echt zufrieden damit. Und ja, dann werden wir uns beim nächsten Unboxing wiedersehen. Irgendwann.
Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich ganz doll freuen über ein Herz in den Kommentaren.